Das kostet die ganze Zeit Kraft und Zeit und Energie. Selbst mein Lenkrad knackt rum. Das drückt voll auf die Oberschenkelmuskulatur. Dieser ganze Feld hier vorne ist komplett voller Hanf. Das habe ich bisher auch noch nie so gesehen. Also dieser Hochweg, der schlaucht so richtig nervlich. Die Tür ist zugenagelt. Schon wieder geht's die ganze Zeit berghoch. Und dann aber noch immer noch dieser beschissene Nieselregen. Guten Morgen. Nächster Tag ist angebrochen. Genau, ich habe hier gepennt. Mein Bruder hat hier gepennt. Hier unterm Tarp. Es hat nicht geregnet, also zumindest habe ich das zumindest nicht gemerkt. Und genau, guck mal hier. Wir haben ganz offensichtlich neben der stark befahrenen Bundesstraße hier gepennt. Und das war offensichtlich genug, dass uns niemand bemerkt hat. Das ist gut. Es hat wahrscheinlich keiner gecheckt, dass wir hier gepennt haben. Aber jetzt ohne Scheiß. Wir waren bis da ganz hinten irgendwo und das war alles hier dieser beschissene hohe Gras. Und wir haben da ganz hinten überhaupt nichts gefunden, außer dass hier ganz viele diese beschissenen Brennnessel waren, die uns gestern so richtig zerstochen haben. Das hat voll gejuckt, das hat voll gebrannt, das war voll scheiße gewesen, dort hier weiter zu suchen. Deswegen sind wir hier gegangen. Und dann habe ich diese Stelle hier gefunden, die so ein bisschen eben war, so ein ganz kleines bisschen. Und dann haben wir hier Tarp aufgespannt und genau, neben der Bundesstraße. Und ach so, die ganze Käferplage ist weg. Das scheint so auszusehen, dass die nur nachtaktiv sind. Also die sind nicht mehr hier und belästigen uns. Die haben uns nur heute die ganze Nacht über belästigt. Aber diese ganzen Nacktschnecken, die waren scheiße gewesen. Die haben hier schon wieder meinen Pullover dreckig gemacht. Und ich weiß, dass Nacktschneckenschleim extrem schlecht weggeht. Ich hasse Nacktschnecken. Ich hasse Nacktschnecken, wenn ich irgendwie draußen penne. So, ich habe hier eine Unterlage gefunden. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie auf irgendeiner Wiese seid oder so, wo ganz viel Hochgras ist und so, kocht auf jeden Fall, auf gar keinen Fall ohne Unterlage. Wir machen das so wie gestern. Ich mache hier diese EPA warm. Und von dem Restwasser, was hier drin ist, mache ich dann Koffein. Genauso mache ich das. Damit wir nicht nur Kaffee, sondern auch Frühstück haben. So ein bisschen. So, ich glaube, die EPA ist fertig. Jetzt nehme ich das Restwasser und mache da Kaffee rein. Jawohl, und lass das ziehen, bis das dunkel wird. Aber jetzt probieren wir erstmal die EPA. So, genauso wie gestern teilen wir uns diese EPA zur Hälfte auf. Ich bin ganz gespannt drauf, ob der heute nicht so trocken schmeckt. Ich würde sagen, schmeckt so wie gestern. Aber schmeckt auch mega gut. Kann man als Frühstück richtig gut verzehren. Oder als Essen für zwischendurch. So eine Kleinigkeit. Ist richtig gut. Und guck mal hier. Der Koffein ist fast fertig. Der sieht schon gut aus. Ach du Scheiße. Ich habe mich jetzt bekleckert. Mit meinem Koffein, mit meinem heißen Koffein. Scheiße. Guckt euch mal das hier an. Das ist hier alles voll gekleckert. Jetzt wird erstmal Koffein getrunken. Draußen in der Natur Koffein zu saufen ist geil. Meine ganzen Schuhe und so weiter, meine Socken und so, die sind immer noch total nass, weil wir hier so rumgelaufen sind, da hinten. Das war voll scheiße gewesen. Das hat voll genervt. Und wir haben gestern auch schon wieder, ich weiß nicht, 75 Kilometer oder so gemacht? Ja, genau. 76,8 Kilometer haben wir gemacht. Wir haben gerade Kaffee getrunken und wir sind gerade am Zusammenpacken. Und jetzt werde ich hier wegen meiner Fahrradlampe das hier ein bisschen reparieren. Und zwar diese Halterung. Ihr wisst ja, die Schraube ist weg. Genau. Und dieses Gummi ist auch weg, sodass es komplett lose ist. Ich konnte meine Fahrradlampe hier nicht vernünftig dran machen, ohne das jedes Mal halten zu müssen. Und bevor es mich heute Nacht nochmal genauso nerven wird wie die letzte Nacht, werde ich das hier jetzt mit Gaffertape zusammenkleben. Genau. Jawohl, ich habe die Halterung repariert. Hier habe ich ganz viel Tape drunter gemacht und dann habe ich das zusammengeschraubt. Und jetzt dürfte es funktionieren. Ja, genau, etwas richten. So. Perfekt, jetzt wackelt das nicht mehr. Super, ich habe es repariert. Jetzt kann endlich nachts über Fahrrad gefahren werden, ohne dass ich das die ganze Zeit nervig halten muss. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf die Lampe. Das ist viel besser, wenn das hier entlastet ist. David.
So, die Sachen sind vollständig eingepackt. Und jetzt rollen wir das Fahrrad unter diesen feuchten, langen Gras zurück zur Landstraße. So, wir sind losgefahren, aber wir waren nur ganz kurz für 1 Kilometer auf der Landstraße. Und dann wurden wir direkt von irgendeinem Autofahrer angehupt. Genau, der hat uns nur angehupt, weil da kein Fahrradweg vorhanden war. Und hier geht es wieder berg runter. Oh Scheiße, schon wieder hochschieben, nur weil der dritte Gang nicht auf Gang 1 runtergeht. Diesen Move können nur alte, klapprige Damenräder. Nur alte, klapprige Damenräder können diesen Trick. Auch heute hört sich das wie so ein alter, klappriger Damenrad an. Das hat sich nicht geändert. Selbst mein Lenkrad knackt rum. Wenn ich das so ein bisschen bewege. Das ist ein alter, klappriger Damenrad-Style. Nur die können diesen Trick. Ansonsten kein anderer Fahrrad. Hier vorne ist schon wieder so ein beschissener Grasweg. Wir haben mehr Bock auf Asphalt und nicht so auf so einen Grasweg. Diese Graswege, die kosten mehr Zeit und Energie. Und die zerstören die Gepäckträgerkonstruktion, sodass das Gepäck schneller vom Gepäckträger fallen kann. Dafür sind diese Graswege geeignet. So, wir waren bis eben gerade die ganze Zeit in Sachsen-Anhalt gewesen. Und ich weiß nicht warum, aber wir sind jetzt gerade in Thüringen. Und wir werden heute noch Sachsen erreichen. Genau. In Thüringen werden wir nur ein paar Kilometer drin sein. Und jetzt muss man schon wieder diesen alten, klapprigen Damenrad wieder hochschieben. Nur weil der Gang immer noch nicht runtergeht. Ist voll scheiße. Der wird die ganze Tour über auf gar keinen Fall von 3 auf 1 runterkommen. Das ist voll anstrengend. Ist voll scheiße. Da muss man immer so viel Kraft aufwenden, das Fahrrad zu schieben. Und das kostet Zeit und Nerven. Unser Ziel für heute ist auf jeden Fall Zwickau zu erreichen. Beziehungsweise hinter Zwickau zu kommen. Das Fahrrad hochschieben. Das kostet die ganze Zeit Kraft und Zeit und Energie. Das müssen wir ständig machen. Ich muss das ständig machen. Diese beschissene Gangschaltung. Die Gangschaltung ist schuld. So, kurze Brotpause mit Leberwurst und Zwiebeln. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Mir ist aufgefallen, dass das ganze Brot hier kaputt gegangen ist. Es ist so eingedrückt. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir müssen mit diesen Brotstückchen irgendwie Leberwurst schmieren. So, eine kleine Zwischenmahlzeit. Mega lecker. Oh, wir sind zufällig in der Ortschaft Drogen. Aber leider wurden die ganzen Ortsschilder geklaut, deswegen können wir das nicht dokumentieren. Aber eine Sache kann man dokumentieren. Und zwar hier ist ein Stein. Jawohl. Und hier vorne sollte dieser Ortsschild Drogen draufstehen. Aber der wurde leider geklaut. Hier wurden alle Ortsschilder mit Drogen geklaut. Das ist voll scheiße. Die sind alle leer. Sonst hätte ich das alles dokumentiert. Beziehungsweise wir beide hätten das alles dokumentiert. Und ach so, das sieht man auch am Straßennamen, dass wir in Drogen sind. Guck mal hier. Hier wächst überall Hanf. Das habe ich bisher auch noch nie so gesehen. Ist hier ein ganzes Feld mit Hanf, so in der Öffentlichkeit wächst. Naja. Riechen tut das irgendwie neutral. Aber das habe ich bisher noch nie gesehen, dass hier wirklich in der Öffentlichkeit Hanf wächst. Hier, guck mal, dieser ganze Feld hier vorne ist komplett voller Hanf. Aber ich glaube, dass das kein Hanf zum Rauchen ist, sondern wahrscheinlich nur Nutzhanf oder so für andere Zwecke. Glaube ich. Also gehe ich sehr stark davon aus, sonst würde das wahrscheinlich nicht so in der Öffentlichkeit wachsen. Ja, genau. Das ist alles hier voll. Alles voll dieser Hanf. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Eingang. Das ist ein Bunker oder sowas. Auf jeden Fall zeige ich euch das kurz. Jawohl. Hier ist ein Regenschirm. Hier,
sind so eine Teile, keine Ahnung, was das. Hier, Wurzeln sind das, genau. Das tropft hier runter. Ja gut, das hier, das war's schon. Guck, hier vorne, hier ist ein hier Rohr, genau, ohne Dampf oben drauf. Ich glaube, hier war mal Licht gewesen, wie das hier aussieht. Hier sogar Steckdosen. Keine Ahnung, was das hier für ein Bunker war. Eine Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Position auf der Karte kann jedoch ungenau sein. Ich habe keine Ahnung, warum mein Komoot jetzt so eine Sprache hat. Hier ist dieser Raum. Hier sind Spinnenkokons. Genauso wie hier auch. Also hier laufen ganz viele Spinnen rum. Ja, hier sieht man ein Spinnennetz. Genau. Hier ist. Ich glaube, das war's schon. Viel mehr gibt's hier nicht. Jawohl. Jetzt wird die Fahrradtour fortgesetzt. Das war ein kleiner Einblick in einen Bunker. Guck mal, es hat hier die ganze Zeit geschliffen. Ich habe mich gefragt, was das war. Und das war das hier gewesen, dieser Schutzblech. Und wisst ihr auch warum? Weil von diesem Schutzblech das Ding hier abgefallen ist. Also genau das, was klapprige alte Darmräder an sich haben. Genau, ich pack das. Genau, ich schieb das jetzt hier rein. Genau. Das wird auf jeden Fall nicht festhalten, aber egal. Ich hoffe, ich kriege das Schleifen ist jetzt weg. Muss man den Fahrrad rumschieben, diesen ganzen Berg hoch, diesen Hügel, nur weil die Kackschaltung nicht runtergeht. Und es wird auch immer später mit der Zeit. Ich mag keinen Berg hoch mit Fahrrad. Ich muss sagen, dieser Darmrad, das strengt voll an. Das ist voll scheiße, den die ganze Zeit hier so rumzutreten. Das drückt voll auf die Oberschenkelmuskulatur. Das drückt über die gesamte Tour jetzt. Jeden Tag was Neue, aber so richtig. Ich hatte so ein bisschen Ballmuskulaturkater. Nur wegen dem alten, klapprigen Darmrad. Genau, der verursacht diese Ballmuskulaturkater. Aber so richtig. Und es ist voll scheiße, dass bald wieder Dunkle kommt. Es dauert nicht mehr lange, bis man wieder dieses Licht anmachen muss und sowas. Das nervt. Es gibt viel zu wenig Zeit pro Tag. 24 Stunden am Tag sind viel zu wenig. Es müssen mehr Stunden am Tag geben. Jawohl. Hier geht's wieder steil berg runter. Jawohl. Hier kommt richtig viel Wind und sowas. Prüfen, ob gleich ein Insekt bei mir gegen die Stirn fliegt. So ein Hummel und sowas. Genau. So ein ganz fetter. Oder hier Mistkäfer. Genau. Die müssen gegen mein Gesicht fliegen jetzt. Das wäre die perfekte Chance. Der perfekte Moment dafür. Jawohl. Es geht sehr steil berg runter. So, der Berg ist runtergefahren. Aber schade, dass kein fetter Insekt mir gegen die Stirn geflogen ist. Das wäre richtig geil fürs Video, wenn das passiert wäre. Genau, sowas möchte ich unbedingt dokumentiert haben. Das wird zwar ein bisschen wehtun an der Stirn und zwicken und eine Beule vielleicht machen, aber egal, Hauptsache ich habe so ein Video dafür gemacht. Aber dieses Mal leider nicht. Und nur noch wenige Kilometer und dann haben wir Zwickau erreicht. Das ist die nächste Zwischenortschaft, die wir auf jeden Fall erreichen wollten heute. Das haben wir heute so als Zielpunkt gesetzt. Und irgendwo hinter Zwickau werden wir nach dem Schlafplatz suchen gehen. Aber noch werden wir ein paar Kilometer machen. Stand jetzt haben wir 43 Kilometer gemacht.
werden heute safe noch 20 oder so machen. Und morgen den Rest. Weil von Zwickau bis zum Endzielort sind es, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas mit 70 Kilometer oder so. Deswegen, wir gehen sehr davon aus, dass wir morgen den Zielort erreichen werden. Hier sind Schafe. Noch 5 Kilometer sind wir in Zwickau. Da werden wir ganz kurz einkaufen, falls wir pünktlich ankommen sollten. Aber wir haben schon nach 9 Uhr. Keine Ahnung, müssen wir einen Einkaufsladen finden, der noch bis 22 Uhr offen hat oder noch später, genau. So, guck mal hier. Da vorne ist blaues Licht. Und wisst ihr, was es macht? Es leuchtet blau. Wir sind in Zwickau angekommen. Wir werden gleich zu einem 24-Stunden-Laden hinfahren. Der ist hier gleich um die Ecke. So, hier vorne ist dieser 24-Stunden-Laden. Wir werden hier ein bisschen einkaufen gehen. Weil die ganzen anderen Geschäfte haben zu. Das sind die Supermärkte, genau. Wir werden hier Getränke und sowas kaufen. Und ein bisschen was zu essen. Genau. So, ich war da kurz drin gewesen und jetzt ist mein Bruder da drin. Und ich muss sagen, das war richtig kompliziert gewesen, dort einzukaufen. Weil das ist alles Selbstbedienung. Also da ist kein Kassierer oder so. Sondern das läuft alles unter Selbstbedienung. Ich habe richtig lange gebraucht, um das irgendwie alles vernünftig einzuscannen und sowas. Das war voll nervig. Und dann hat mein Personalausweis irgendwie die ganze Zeit nicht funktioniert und so. Bis er dann irgendwann doch funktioniert hat. Und darauf werde ich jetzt erstmal ein Beefy mit einem Brötchen dran essen. So. Ich habe gerade nach einer Schutzhütte navigiert. Der ist ungefähr 13 Kilometer entfernt. Vielleicht finden wir vorher schon was, aber es ist total regnerisch und voll kalt. Es ist voll scheiße. Wir müssen einen Schlafplatz finden. Der Nieselregen muss weg. Er ist voll unangenehm, aber ist richtig weg. Deswegen habe ich schon mal nach einer Schutzhütte navigiert. Aber falls wir schon vorher was finden sollten, irgendwie Brücke oder sowas, dann pennen wir da, damit wir morgen richtig fit werden. Aber jetzt ist voll scheiße mit dem beschissenen Scheißregen. Und meine Bremsen, die quietschen total. Das ist, wie heißt das Ding? Das ist richtiger klappriger Damenrad. Alt. Genau. Ich werde jetzt euch noch ein alter klappriger Damenrad-Bremsengeräusch fortführen. Das ist ein richtig beschissenes Scheißwetter hier. Dieser Regen, der muss weg. Der muss richtig weg. Wir wollen diesen Dieselregen gar nicht haben. Der stört beim Fahren. Und der macht kalt. Und hier ist es irgendwie voll kühle heute. Das ist voll scheiße. Ich hab Bock auf richtigen Sommer. Quietschende, klapprige, alte Damenrad. Damenräder. Ja, genau. Ah, scheiße. Dein Licht ist schon wieder ausgegangen. Diese Lampe hier, die ist sogar noch billiger als meine, glaube ich, ne? Ja, die hat nur 15 Euro gekostet. Trotzdem, das geht überhaupt gar nicht. Warum verkauft man sowas, wenn das irgendwie noch nur ein paar Stunden hält? Das geht gar nicht klar. Sowas gehört verboten. Ich glaube, die kann schon länger halten. Also, ja. Die ist nicht gut. Ja. Aber ich glaube, die Powerbank ist über Nacht leer geworden, während die geladen hat. Und deswegen ist sie nicht komplett vollgeladen gewesen. Trotzdem voll beschissen. Ich nehme jetzt meine Taschenlampe dafür. Ja. Wir brauchen vernünftige Fahrradlampen. Schickt uns Lampen. Ich werde eine Lampe Ihnen abgeben. Eine Fahrradlampe, genau. Und wir auch. Die Dinger sind scheiße. Die gehen viel zu schnell leer. Die sind richtig beschissen. Die gehören weg. So, das ist die Lösung. Mit der Taschenlampe in der Hand jetzt 10 Kilometer fahren. Ja. Es wird richtig nervig sein. Also dieser Regen, dieser ganze Nieselregen, der hier seit Stunden hier auf unseren Kopf tropft, der macht irgendwie total träge. Und ich sehe da hinten schon wieder Augen. Also gut, hier mit der Kamera kann man es nicht erkennen, aber ich sehe ständig Augen von irgendwelchen Tieren, die hier zurückreflektieren. Oh, scheiße. Einmal nicht aufgepasst und schon fahre ich hier über diese scheiß Pfütze rüber. Genauso wie es sein soll. So und nicht anders. Das gehört zur Radreise dazu. Es geht wieder berghoch. Und dieser Weg, das schlaucht die ganze Zeit.
Aber dieser Nieselregen, der will einfach nicht aufhören. Es macht voll träge, dieser Nieselregen. Also dieser Hochweg, der schlaucht so richtig nervlich. Aber ich glaube, noch 1 Kilometer und dann sind wir in der Schutzhütte angekommen. Hoffentlich existiert diese Schutzhütte und ist nicht besetzt, sodass wir da pennen können. Das ist eine große Hoffnung. Oh Scheiße, wir haben kilometerweit diesen scheiß Fahrrad geschoben, weil es die ganze Zeit berghoch ging. Und dieser beschissene Nieselregen, und es wird immer später und später. Und jetzt sind wir hier bei dieser navigierten Schutzhütte, der komplett umzäunt ist und der auch komplett abgesperrt ist. Da kann man überhaupt gar nicht rein. Die Tür ist zugenagelt. Ist voll die Scheiße. Jetzt sind wir den ganzen Weg umsonst hergefahren. Warum wird das als Schutzhütte gekennzeichnet, wenn das geschlossen ist? Wenn man da gar nicht reinkommen kann. Es sieht auch eher aus wie so ein verlassenes Haus, mehr auch nicht. Und keine Schutzhütte. Es gibt ungefähr 2 Kilometer weiter noch eine weitere unbestätigte Schutzhütte. Vielleicht fahren wir einmal dorthin. Und wenn die auch nichts werden sollte, dann müssen wir wieder im Wald schlafen. Boah, so eine Scheiße. Ich hab so sehr gefreut, gleich endlich mal diese Nudeln mit Thunfisch zu kochen. Ja. Und endlich mal unter so einer Hütte zu sitzen und nicht hier die ganze Zeit im nassen Regen. Ja. Dieser Regen, der nervt total. Ja. Wir sind total durchfeuchtet und dieser ganze nasse Gras und so. Kein Bock mehr drauf. Wir brauchen eine Schutzhütte. Jetzt müssen wir wieder immer weiter durch diesen ganzen Regen hier durchfahren. Und dann auch noch so ein Schotterweg, was das Gepäck sehr schnell lösen tut und wieder runterfallen lässt. Voll der Scheißweg. Ich hoffe, dass die nächste navigierte Schutzhütte, die 2,5 Kilometer entfernt ist, also 2,5 waren das gewesen, nicht 2, sondern 2,5, dass das mal endlich eine vernünftige Schutzhütte ist, wo wir pennen können. Boah, schon wieder geht es die ganze Zeit berghoch. Und dann auch noch so ein beschissener Schotterweg, der sowas vom Schlauchen ist. Boah. Geht echt gar nicht klar. Und dann auch noch immer noch dieser beschissene Nieselregen. Das schlaucht ohne Ende. Oh Leute, endlich. Endlich haben wir eine Schutzhütte gefunden. Die ganz letzten 2 Kilometer hat es immer stärker geregnet. Und es ging die ganze Zeit berghoch. Das war voll scheiße. Es hat so geschlaucht. Und der Regen, der wurde immer stärker. Wir wurden immer nasser und nasser. Das war richtig scheiße gewesen. Und jetzt haben wir endlich hier diese kleine Schutzhütte hier gefunden. Oh, endlich. Können wir uns hier auf diesen Bänken hier sitzen? Genau hier. Alter, waren wir verzweifelt. Wir hatten schon echt Angst gehabt, dass diese Schutzhütte hier nicht existiert. Weil auf Google Maps hat man das ja auch nicht so richtig gesehen. Da hätten wir sonst notdürftig in diesem nassen Wald, wo es geregnet hat, Tarp aufgespannt und auf dem nassen Boden gelegen. Das wäre richtig scheiße. So, ich bin gerade dabei, das Nudelwasser hier zu kochen. Also da drin ist Wasser. Und diese Gaskartusche, die ist fast leer. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2 Gaskartuschen dabei habe. Aber ich habe keine Ahnung warum. Aber ich habe die andere Gaskartusche überhaupt nicht gefunden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich die verloren oder ich weiß auch nicht. Oder ich habe sie wirklich gar nicht gefunden. Ich hoffe, dass es irgendwie gerade so noch ausreicht, um das Essen für heute zu machen. So, weil ich echt Angst habe, dass die Gaskartusche zu schnell, also zu früh alle geht, mache ich schon mal frühzeitig die Nudeln rein, schon bevor das Wasser kocht. Und ich hoffe, dass es mindestens für die Nudeln gerade so ausreicht. Wenn es später auch noch für das Thunfisch auch noch ausreicht, dann perfekt. Aber mindestens die Nudeln. Die Nudeln müssen auf jeden Fall durch werden. Ist kurz davor, komplett leer zu sein. Ist voll scheiße. Ich hatte schon mal so eine Situation gehabt. Ja, ich würde sagen, mit den Nudeln bin ich positiver Dinge. Die sind zwar noch nicht zu 100% durch, aber man braucht die einfach nur noch ziehen lassen. So ein paar Minuten und dann sind die eigentlich weich genug. Und genau, und deswegen fange ich jetzt schon mal an, den Thunfisch zu machen. Und dabei auch noch Zwiebel zu schneiden. Also genau diese Zwiebel, die werde ich jetzt klein machen. Ja, das ist kurz davor, komplett leer zu werden. Ja, wirklich ganz kurz davor. Aber ich bin positiver Dinge, dass es gerade so noch für dieses letzte Essen hier reicht. Die Gaskartusche ist leer. Jetzt ist die Gaskartusche komplett leer. Und ich glaube,
Ich glaube, es hat gerade so, aber vom allerletzten, der letzten gerade so ausgereicht, dass wir noch warmes Essen haben. Ich werde jetzt das Nudelwasser abgießen und dann das Essen fertig zubereiten, genau so heißt das. So, Essen ist fertig. Gut, dass es gerade so mit dem allerletzten Gas noch geklappt hat. Oh ja, ist mega gut gelungen. Es hat der letzte Gas vom letzten gerade so noch gerettet. So, wir haben aufgegessen. Das Geschirr ist gewaschen. Und das ist irgendwie voll kalt. Das ist voll scheiße. Also viel kälter darf es für diesen Schlafsack jetzt nicht sein. Definitiv nicht. Das ist voll unangenehm hier. Hier kommt ganz viel Luftfeuchtigkeit durch. Auch für den ganzen Scheißregen. Und dann auch noch dieser Durchzug und so weiter. Das ist voll scheiße. Das ist voll kühl hier. Voll unangenehm. Aber egal. Wir pennen hier. Gute Nacht bis morgen. Hier geht es zum fünften Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier haben wir an einem Lost Place übernachtet und haben mitten in der Nacht Besuch bekommen. Da waren plötzlich Leute vor unserem Raum. Schaut euch unbedingt beides an.